Es sind Bilder wie aus einem apokalyptischen Film. Menschen auf der Straße suchen nach Schutz und beginnen zu rennen, als der erste Hagel einsetzt. Nur wenig später ist die Straße leergefegt. Alles, was man hört und sieht, sind riesige Hagelkörner, die wie Geschosse in den Boden einschlagen. Der Hagelschauer bildet sich in der spanischen Stadt La Bisbal d'Empordà in Katalonien, nördlich von Barcelona. Im Internet teilen Menschen Aufnahmen von ihren Pools. An den Einschlägen kann man erahnen, mit welcher Wucht die Hagelkörner aufprallen. Rund 50 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen erlitten Knochenbrüche. Ein 1,5-jähriges Kind wurde von einem Hagelkorn am Kopf getroffen und starb. In einem Restaurant retten sich die Gäste von der Terrasse in den Innenraum. Ein Mann hält die Geschehnisse mit seinem Handy fest. Dies ist nicht normal, meine Herren. Es ist nicht normal, meine Herren. Gott kommt bald. Tut Buße, denn Gott liebt euch. Insgesamt hielt der Hagelschauer nur ca. 10 Minuten an, hinterließ aber starke Schäden, wie hier bei den parkenden Autos. Alle Scheiben wurden durch den Hagel zersplittert. Die Hagelkörner erreichten einen Durchmesser von bis zu 10 cm und waren fast so groß wie eine Handfläche. Wie das katalanische Wetteramt mitteilte, waren dies die größten Hagelkörner seit 20 Jahren.